cool, wa? Kannst du nicht? Miep! Hast du das gesehen? Was zur Hölle ist da los? Oh Mann, wir haben größere Probleme. Ja, größere Probleme. Nabend. 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 Ist das widerlich? Oh, ich lieb die Shotgun, die ist cool. Ehrlich. Guck dir das an, das ist doch geil. Boah, das ist nicht cool. Was ist das denn jetzt passiert? Problem gelöst. Wir haben keine Zeit zu verlieren. Weiter. Ach komm, was ist das denn jetzt? Seid ihr auf eurem Weg in die Stadt zufällig? Der ist ein bisschen größer als Klaus. Naja, vielleicht. Wie bescheuert bist du auch eigentlich? Keine Ahnung, mittelmäßig schätze ich. Top Gun. Dann wird das wahrscheinlich dieses Vieh sein, wo wir die Eier kaputt gemacht haben. Lecker. Aber so sieht man, dass das noch Menschen sind, nicht wahr? Hey, dreh nochmal so deinen Kopf, bitte. Komm schon. Ein paar Zuckungen, ey. Noch mehr Burnouts! Was hat dieser Planet für ein Problem? Diese Dinger geben keine Ruhe! Kein Bock auf Sterben. Ehrlich nicht. Hä? Fantastisch! Oh. Bewegung, na los! Hetz mich nicht! Hetz mich nicht! Lecker Muskelsaft! Einfach die Dinge halbieren, dann sind sie auch tot. Oh. Beeilung! Bauen wir uns halt unsere eigenen Brücken. Oh. Boah, das wird ja immer extremer. Ach du Scheiße. Ärgerst du eigentlich jeden, dem du begegnest? Mehr oder weniger schon, ja. Oh. Willst du mich rollen? Das ist eine Mami, ey. Große Mami. Gott. Alter. Lauft. Lauf, Grace, lauf. Was für ein Kavalier. Uff. Es wird immer extremer, ich sag's euch. Das fass ich nicht. Oh, Alter, hast du Mund gerochen? Ach, oh, Scheiße. Was hast du dem Ding angetan? Deine Babys getötet? Nein, natürlich nicht. Naja. Ichi! Wärst du auch, wenn du bei mir geblieben wärst. Oder die Kontrolle. Wenn du dich genug amüsiert hast, könntest du den Banshee zur Luftunterstützung verwenden? Ich werde zu Fuß zu Serrano gehen. Dein Ernst? Und ich schieße! Ja, schießen! Jetzt gib's auf die Fresse. Herrlich. Halt sie mit dem Blatt geschossen aus! Hier kommt Hammerschwanz Jones mit seiner göttlichen Arschlochmaschine. Ja, also. Hol den runter! Ja, mach ich doch schon. Hast
kostet den salzigen Geschmack der Verderbnis ihr hirntoten Bikernotten. Wir wollen mal nicht so frech hier sein. Also hört man echt einen schönen Ausblick über das ganze Urlaubsgebiet. Gefällt mir, sieht schön aus. Es ist ruhig. Man wird nicht gestört. Ja, es gibt ein paar laute Nachbarn, aber das geht noch. Oh Gott. Wenn die Riesenschlampe weiter auf das Gebäude losgeht, bricht es zusammen und wir verlieren beide. Das Vieh hat hinten eine rote Stelle. Ich denke mal, dann... Oh, fuck. Das hier. Sauber Dino. Ich war's nicht. Guck nicht so. Ich war's nicht. Wow. Pure Hollywood-Action. Kann man ordentlich nochmal Punkte machen. Schön. Okay, alles klar. Schieß jetzt! Ja, ja. Das war's bestimmt noch nicht. 3 Uhr, 3 im Moment. Ah ja. Wow. Hey, kannst du mich hören? Yep. Hier unten etwas Deckung. Ich hab mich verschanzt. Ja, Ishii. Wir helfen dir natürlich gerne. Aua. Haha. Ach, da ist er ja. Unser lieber General. Ah, verdammt, verfluchte Scheiße! Tja. Ishii! Was ist denn mit deinem Gesicht passiert, Sohn? Wir müssen los! Sofort! Schieß dich nicht ein! Selbstzerstörung wird aktiviert! Wir haben keine Zeit! Rum. Boah. Ach nö. Ich bin gegen Gewalt gegen Gewalt gegen Tiere. Ich bin gegen Gewalt gegen Tiere. Ja, richtig. Racen. General Pisswichser. Jetzt gibt's erstmal was. Verdammt nett von euch, auf die Nüsse. Dass ihr Trishka bei meiner Rettung helft. Trishka, bitte zeig diesem meuternden Haufen Scheiße unsere Dankbarkeit. Zuerst müssen wir noch etwas klären. Hast du meinen Vater getötet? Ich weiß gar nichts über deinen Vater. Grayson hat dich manipuliert. Sag ihr die Wahrheit. Runter mit der Waffe. Oh, was ist denn jetzt los? Verarschst du mich? Nein, dein selbstgerechter Zorn hat mich genug gekostet. Serrano wird sein Rettungsschiff bekommen. Und ich werde an Bord sein, wie du es versprochen hast. Ich hab wohl einen neuen besten Freund. Okay, Ishii. Versprochen ist versprochen. Es interessiert mich einen Dreck, was ihr Kerle miteinander zu klären habt. Wenn ihr etwas mit dem Tod meines Vaters zu tun hattet, sterbe ich gern, solange ich nur euch mitnehme. Okay, wir sind wohl alle ein wenig aufgewühlt. Aber es gibt momentan echt Wichtigeres zu tun. Das Unternehmen, das dieses widerliche Ressort gebaut hat, hat mir den überaus lukrativen Auftrag gegeben, eine DNA-Bombe zu zünden,
die sämtliches Leben auslöscht. Was? Die Stadt an sich aber in ihrer Infrastruktur gänzlich intakt lässt. Willst du uns wirklich jetzt mit den Missionsdetails langweilen? Halt mal eine Sekunde deinen Schwanz still, du Wichser! Diese DNA-Bombe wird in 2 Stunden detonieren. Das Ding, das mich retten soll, also mein Rettungsschiff, ist allerdings erst in 3 Stunden hier. Also könnt ihr Halbaffen genug rechnen, um das Problem zu erkennen? Er sagt die Wahrheit. Nein! Echt jetzt? Verfluchter Hurensohn! Denkt doch nach, Junge. Ich bin euer Ticket hier raus. Übrigens habe ich dir einen Gefallen getan. So ein Was Arschloch. Wäre passiert, wenn sie erfahren hätte, dass dein Dead Echo Squad ihren Vater getötet hat? Was wäre dann? Los, kommt schon, ihr Tussis. Ein Gammasturm zieht auf. Wenn ihr Wichser also ein paar Stunden länger leben wollt, brauchen wir Deckung. Wir müssen uns zu Ulysses durchschlagen und die Bombe deaktivieren. Komm, sei vernünftig. Wir können das hier noch überleben. Vernünftig? Ich weiß nicht, ob ich damit leben kann. Eigentlich haben wir ihn ja bloß indirekt getötet durch den Befehl von diesem komischen Affen-General. Ach man, das kann doch jetzt nicht sein. Müssen wir jetzt wirklich mit dem zusammenkämpfen? Ich hab keinen Bock. Der ist doof, mag den nicht. Das ist doch ein weiter Weg bis zum Untergrund. Den Untergrund? Du bist Kacke, 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 Kacke. Naja, kann man ja nichts dran ändern. Es gibt hier überall Arbeiterzugänge in den Untergrund. Gleich im nächsten Gebäude da drüben ist einer. Nehmt die Brücke. Wer hat unter der Stadt gearbeitet, dass sie so viele Zugänge gebraucht haben? Ich informiere euch schon, wenn ihr irgendwas wissen müsst. Habe ich gerade einen Roboter gehört? Nö. Kam ich doch da. Super. Katsching! Oh, ein Gewitterchen. Ich hab Angst im Dunkeln. Solange du irgendwas Solides zwischen dir und diesem kosmischen Chaos hast, kann dir nichts passieren. Ach, das ist schön zu wissen. Wir haben nur jetzt ein... Oh, 10.000 Punkte, das ist doch Hammer. Hier gibt's auch eine Ladung freizuschalten. Aber ich will erstmal bei der Shotgun bleiben. Machen wir sie erstmal voll. Und kaufen 3 Ladungen. Und dann würde ich sagen, weil wir hier keine Ladungen mehr haben, werden wir auch hier ein paar kaufen. So. Und ich habe mir überlegt, vielleicht doch wieder dieses Kettending zu nehmen. Also, da gibt es ja jetzt auch die Ladung. Aber die kostet 2200. Egal, egal. Achso, die Detonation. Ne, dann kaufe ich natürlich die. Ach, mal so eine große Auswahl. Ich kann mich nie entscheiden. Ja, hier, ich weiß nicht. Eine Ladung? Nee, oder? Nein. Gut, dann war's das erstmal. Okay, ihr Freaks, ihr wollt mich? Könnt ihr haben! Aua!